Mit Songs wie Schatzi schenkt mir ein Foto oder Nur noch Schuhe an sorgt Schlagersänger Micky Krause für eine Partyhymne nach der anderen. Die Lieder des 50-jährigen Sängers gehören zum festen Repertoire auf jeder Schlagerparty und auch den Ballermann kann er seine zweite Heimat nennen. Bei jedem Auftritt immer mit dabei seine braune Perücke, die mittlerweile sein Markenzeichen geworden ist. Kein Wunder, dass der passionierte Wettringer diese auch nicht beim Tanzen ablegt. So legt er in der RTL-Show Let's Dance eben auch mit Perücke eine flotte Sohle aufs Parkett. Aber wie sieht der Vierfachvater eigentlich ohne sein geliebtes Accessoire aus? Im Jahr 2018 nimmt er an einem Benefiz-Hallenturnier für die Lukas-Podolski-Stiftung teil. Und genau dort passiert das Missgeschick. Als Torwart gibt der Sänger sein Bestes, doch dann zieht ihm der Schirmherr selbst die zusätzlichen Haare vom Kopf. Ein ziemlich seltener Anblick, wenn auch nur ganz kurz. Schnellstmöglich zieht er seine Kopfbedeckung wieder auf. Ob ihm so ein Ausrutscher auch beim Tanzen passiert? Wir sind gespannt.